Man darf niemals hoffen, dass die IT einem sozusagen aus einer Bedrulle raushilft. Das heißt, ich muss trotzdem weiter fleißig studieren, wenn ich Medizinerin werde. Ja, genau. Wir sind auf dem Weg nach Berlin-Marzahn ins Krankenhaus. Grund ist kein verstauchter Knöchel oder eine Krankheit, sondern ein Algorithmus. Johannes, ein Unterstützer von Looking into Black Boxes, erzählte uns, dass es in Notaufnahmen tatsächlich einen Algorithmus gibt, der reguliert, wie lange Patienten warten müssen, bevor sie einen Arzt sehen. Das Manchester Triage System. Das hat uns neugierig gemacht. Welche Rolle spielen eigentlich Computer im Krankenhaus? Und ist es wirklich so, dass Software und Algorithmen mitentscheiden, wann und vor allem wie behandelt wird? Wir sind jetzt hier beim Unfallkrankenhaus Berlin in Marzahn. Und da treffen wir Herrn Katt, den Leiter der IT, und dem stellst du ein paar Fragen. Genau, ich habe ja auch schon was vorbereitet. Das UKB ist nicht nur eines der großen Krankenhäuser der Region. Hier ist Deutschlands modernste Rettungsstelle und seit Gründung des Hauses ist die IT ein fester Bestandteil der Abläufe im Krankenhaus. Herr Katt ist seit vielen Jahren Leiter der IT und hat den Aufbau der digitalen Infrastruktur von Anfang an begleitet. Zur digitalen Infrastruktur gehört die Verwaltung jeder Menge Daten. Und dafür gibt es hier dann auch eigene Serverräume. Und wofür ist das hier? Das ist also Netzwerktechnik. Okay. Jeder Arbeitsplatz, jeder Drucker, also alles, was ans Netzwerk angeschlossen ist und irgendwie miteinander kommunizieren muss, kommt hier an. Was heißt das denn genau, wenn die ganzen Geräte miteinander vernetzt sind? Das heißt ja nicht, dass sie jetzt ins Internet gehen, oder? Sondern das heißt, dass sie miteinander Informationen austauschen können. Und das ist ein geschlossenes System. Also von den Informationen kommen nicht raus, sondern gehen nur von Gerät zu Gerät. Ja, also das ist eigentlich nur hier der Transportweg. Ja, das ist sozusagen die Autobahn und mit ihren Auffahrten und ihren Abfahrten. Über diese Autobahn werden Röntgenbilder genauso wie Patientendaten verschickt. Und da ein Ausfall des Serverraums viele Abläufe ins Stocken bringen würde, gibt es hier, genauso wie für das ganze Krankenhaus, ein Notfallsystem, mit dem beispielsweise Stromausfälle überbrückt werden können. Zu einem Krankenhaus gehören also nicht nur Betten oder Operationsräume, sondern auch jede Menge Hardwaretechnik. Aber wo trifft ein Notfallpatient denn nun eigentlich auf Algorithmen? Wir sehen uns den Weg, den ein Patient bei der Einlieferung machen muss, genauer an. Kommt man liegend oder auch im Rollstuhl zur Rettungsstelle, begegnet man etwas, von dem uns Johannes erzählte. Der Triage. Das ist ja einer der Aufnahmeplätze. Und zwar der Aufnahmeplatz für die Patienten, die liegend oder im Rollstuhl hier ankommen. Das ist hier die Rettungsstellaufnahme, ne? Und genau, also die Triage steht am Anfang einer Behandlung, kommt aus dem Militär. Das heißt, es wird entschieden, wie stark verletzt oder halt medizinisch betreuungswürdig ist der Patient, der dort kommt. Ne? Das Manchester Triage-System ist, genauso wie jeder andere Algorithmus, eine eindeutige Handlungsvorschrift zur Lösung eines Problems. Triage kommt von Französisch trier, sortieren. Gibt es plötzlich viele Verletzte oder Kranke, muss geregelt werden, wer zuerst behandelt wird. In Krankenhäusern nennt man dieses Verfahren Ersteinschätzung oder Triage. Wie dringend ein Patient behandelt werden muss, wird durch Indikatoren wie Lebensgefahr, Blutverlust oder Schmerzempfinden entschieden. Schmerz wird beispielsweise in drei Stufen eingeteilt. Stärkster Schmerz gleich Stufe Orange, maximale Wartezeit 10 Minuten. Mäßiger Schmerz heißt Gelb, Zielzeit 30 Minuten. Und ein leichter Schmerz ergibt Grün und eine Wartezeit von 90 Minuten. Die Triage löst also die schwierige Aufgabe zu regeln, wer zuerst behandelt wird. Und diesen Fragenkatalog hat die Aufnahme. Und geht zu den Patienten hin? Der ist natürlich elektronisch abgelegt. Ah, okay. Ja, da hängen dann auch Zeiten oder Fristen dran. Ja. Das heißt also, dass eben nicht vergessen wird, sich um einen, sag ich mal, stark verletzten Patienten zu kümmern. Gibt es natürlich dann eben Warnhinweise. Hallo, hier, der Patient wurde eben so und so lange nicht angeguckt. Da muss sich jetzt mal jemand kümmern.
Nicht nur die Wartezeiten werden also von einem Algorithmus bestimmt, sondern eine Software erinnert den Pfleger oder Arzt auch daran, vorbestimmte Fristen einzuhalten. In der Rettungsstelle erhobene Daten werden zur elektronischen Patientenakte zusammengefasst. Diese begleitet den Patienten dann während seines gesamten Aufenthalts. Sie enthält Informationen wie Name, Alter, aber auch Untersuchungsergebnisse oder Befunde. Frau Dr. Asmus, Chirurgin hier im UKB, arbeitet jeden Tag mit diesen Daten. Wir wüssten gern genauer, wer kann diese Daten einsehen oder bearbeiten? Und gibt es Software oder Algorithmen, die eigenständig Diagnosen aus diesen Daten erstellen? Woher kommen diese ganzen Daten, die Sie hier sehen? Das ist ja Medikamente, sind da drin, ne? Dann was gemacht wurde. Diese Daten wurden direkt im OP vom Operateur eingegeben, wer das gerne haben möchte. Und ich kann auch das sehen, was in der Rettungsstelle passiert ist, indem ich mir dann auch nochmal den Brief aufrufe. Also auf verschiedenen Stationen des Hauses, überall wo Daten eingegeben werden können zu dem Patienten, sammeln sich in seiner Akte und können von mir überall abgerufen werden. Wir suchen weiter nach Software im Krankenhaus und stoßen dabei auf etwas, das sich mobile Visite nennt. Das sind fahrbare Computer, mit denen die Ärztinnen zu den Patienten gehen. Mit ihnen können sie nicht nur Informationen über sie abrufen, sondern auch per Mausklick Medikamente verordnen. Und funktioniert das auch wie in der Excel-Tabelle, dass das gegengerechnet wird und dass dann auch zum Beispiel, wenn weniger Schmerzen sind, dass dann runterdosiert wird? Nein, okay, das muss man manuell machen. Das dient nur der Informationsweitergabe der schnellen. Also es ist alles immer noch sozusagen von uns geregelt, wann welcher Patient welche Medikation auch bekommt. Das macht nicht der Computer, sondern er gibt nur Empfehlungen. Ja? Mhm. Und wir bestätigen die oder wir verwerfen sie. Vertrauen Sie darauf, was der Computer sagt? Sie entscheiden zwar noch selber, also das System ist sicherlich sicher und nicht fehleranfällig, aber tendenziell, potenziell kann ja jedem System auch ein kleiner Fehler passieren. Ja, also das darf man sich jetzt nicht so vorstellen, dass der wirklich schon denkt und irgendwas kalkuliert. Wenn das wenig ist, dann muss man davon mehr geben. So ist das noch nicht, jedenfalls noch nicht in diesem System. Das sind mehr Datenbanken, die hinterlegt werden, wie zum Beispiel eben für die Medikamente die rote Liste, die hinterlegt wird, oder die Hausmedikationsliste, die da sind. Ja? Mhm. Und nur die Informationen, die auch da gespeichert sind, werden dann hier wieder abgerufen. Nur wenn eben die Kombination, also wenn in der Nebenwirkungsliste steht, okay, man kann das Medikament nicht mit dem kombinieren, dann gibt er uns eine Meldung, Achtung, und dann sagen wir, okay, habe ich nicht dran gedacht, nehme ich ein anderes. Mhm. Oder wir sagen, wir wissen es, unter den Voraussetzungen kann ich das aber kontrolliert geben und dann setzen wir es an. Wenn wir uns vorstellen, ein Computer ist vielleicht irgendwann so weit, dass eine Software erkennt, nimmt vielleicht Blutwerte entgegen, guckt dem, sieht vielleicht die Hautkrankheit, kann das analysieren, was das ist, oder weiß, okay, die Person hat Schmerzen. Und der Unterschied ist dazu, Sie als Ärztin gehen hin und machen eine Diagnose, Sie analysieren oder Sie sprechen mit dem Patienten. Was genau ist unterschiedlich? Ich denke, dass man im persönlichen Gespräch immer noch mehr Informationen rausholen kann, als wenn man nur eine Liste abarbeitet. Ja. Und es gibt ja da auch ganz individuelle Unterschiede. Ein Patient, der eine, also die Schmerzempfindung zum Beispiel ist oft eine völlig andere bei jedem Patienten. Das wird, denke ich, schwierig, das nur so per Computerabfrage dann rauszuholen. Das persönliche Gespräch zwischen Arzt und Patient macht also den großen Unterschied. Ärzte können individueller reagieren, während Computer einer Routine folgen. Aber im Schockraum sehen wir Ablaufdiagramme an den Wänden und erfahren, dass zahlreiche Abläufe im Krankenhaus durch sogenannte klinische Pfade reguliert sind. Deren Nähe zu Ablaufdiagrammen der Softwareentwicklung sind verblüffend. Es scheint naheliegend, Daten, die sowieso elektronisch eingelesen werden, auch für abschließende Diagnosen zu verwenden. Im Moment sind dafür noch Menschen verantwortlich. Andererseits treffen Ärzte ihre Entscheidungen ja ohnehin schon auf Basis softwaregestützter Daten. Verlässt man nicht sich viel zu sehr auf diese Software? Das hoffe ich mal, dass die Kollegen das nicht tun. Das ist ganz klar. Also IT kann Denken nicht ersetzen. Ja. Es ist, was wir hier haben, es ist nur eine Unterstützung. Ja, also der Patient braucht immer einen Arzt und die Pflege. Ja. So, wenn die drei beieinander sind, dann ist schon mal für den Patienten eigentlich das Beste, was sein kann. So, alles andere ist eigentlich nur Schmuckwerk. Ja, weil IT, das ist nur das Werkzeug dafür. Das ging auch alles manuell, man kann das alles auf Papier schreiben. Es dauert halt eben länger.
es gibt Verzögerungen, weil man die Information nicht bekommt, weil das Papier gerade woanders liegt oder verloren gegangen ist oder sowas. Und das kann eben IT unterstützen, dass eben diese Informationen vollständig da sind oder eben Warnungen gibt, hallo, da ist ein Laborwert, der ist aber jetzt völlig daneben, da muss man sofort einer drauf gucken. Ich denke nur selber, wenn ich von mir auf andere schließen würde, ich benutze ja oft auch einen Taschenrechner, ja, für verschiedene Dinge, der mich ja auch lediglich unterstützen soll. Und wenn ich jetzt dort 3+5 eingebe, dann gibt mit 10 aus, dann würde ich das vielleicht noch erkennen, ja. Mhm. Aber bei einer höheren Zahl oder komplizierteren Rechnung gibt er mir ein Ergebnis aus und ich habe nicht die kognitive Fähigkeiten, irgendwie dann nochmal drüber nachzudenken, stimmt das jetzt oder nicht. Das heißt, ich hinterfrage das nicht so sehr, aber das heißt, man müsste Ärzte darauf vorbereiten, dass sie solche Dinge nicht als Ersetzung ihrer eigenen Erinnerungen, Fähigkeiten sehen, sondern dass sie immer auch in der Lage sind oder sie immer im Hinterkopf haben, es ist ein fehleranfälliges System, genauso wie man selber auch. Nein. Es ist nicht fehleranfällig. Ja, also das ist ja, Moment, da muss ich ja mal widersprechen. Das System ist nicht fehleranfällig, aber es kann natürlich invalide Daten präsentieren. Ja, ja. Also es gibt immer den berühmten Spruch in der IT, Junk in, Junk out. Das heißt also, mache ich schlechte Eingaben, kriege ich auch schlechte Ergebnisse. Das ist vollkommen richtig. Gebe ich in diese Medikamentendatenbank schlechte Dinge ein oder falsche Dinge ein, werde ich niemals ein richtiges Ergebnis bekommen. Ist schon klar. Worauf können wir uns denn einstellen? Wir sind ja eher in der Patientenrolle. Was wird denn vielleicht noch kommen an Automatisierung oder an Unterstützung durch Systeme? Solche entscheidungsunterstützenden Systeme wird es sicherlich zunehmend geben. Und das ist sicherlich auch im medizinischen Bereich denkbar. Ich habe ein Verletzungsmuster, ich habe eine Diagnostik, so die gebe ich erstmal ein und dann sagt er mir, ja, könnte das und das sein. So ist es natürlich eine interessante Sache bei Fällen, wo die seltener sind. Wenn der Arzt vollkommen klar ist, dann interessiert ihn das ja nicht. Aber es gibt ja häufig sicherlich Bereiche, wo eben dann so eine Ungenauigkeit ist, einfach weil der Patient, also dieser komplexe Organismus Mensch, der ist ja ganz unterschiedlich. Deswegen gibt es keine einfache Wahrheit und, sage ich mal so, Entscheidungs nur bis zu einem gewissen Grad. Und man kann nur den Vorschlag machen, denk doch auch mal daran. Aber es wird niemals, denke ich, und ich hoffe mal, es ist so, Systeme geben, die dann sagen, das ist es. Unsere Suche nach Software im Krankenhaus hat uns gezeigt, dass Software an eigentlich fast allen Arbeitsabläufen schon beteiligt ist. Die Verwaltung von Informationen ist so gut wie vollständig digitalisiert. Sie wird dadurch besser lesbar, ist schneller verfügbar und mit Handlungsempfehlungen kann das System auch Fehlmedikationen vorbeugen. Das macht die alltägliche Arbeit in Krankenhäusern sehr viel effektiver. Doch was heißt das eigentlich effektiv? Schneller? Wirtschaftlicher? Besser? Angenehmer? Und noch wichtiger scheint uns die Frage, wie man solch eine Veränderung verfolgen kann. Diese Prozesse finden ja eher schleichend statt. Heute ist es noch so, dass Fehler von Menschen gemacht werden, aber vielleicht ist es in 10 Jahren schon so weit, dass es Maschinen sind, die diese Fehler machen. Und spätestens dann müssen wir uns die Frage stellen, wer ist hier eigentlich verantwortlich? Am Ende haben wir festgestellt, es ist ein ziemlich schmaler Grat zwischen Empfehlung und Entscheidung. Vielleicht ist das eine Grenze, die wir bzw. Computer in Krankenhäusern schon bald überschreiten.